Hallo ihr, ich freue mich gerade total, weil ich die letzten drei kleinen Axolotl aus meiner Aufzucht in gute Hände geben konnte. 38 Axolotl habe ich aufgezogen, 2 habe ich behalten und alle anderen sind nun verkauft. Ich bin richtig glücklich, dass es den Kleinen gut geht und dass alles auch sehr gut geklappt hat. Auch freue ich mich, dass sie ihre Reise so gut überstanden haben. Manche sind Bus gefahren, manche sind Zug gefahren, die nächsten wurden mit dem Auto abgeholt und andere waren zu Fuß unterwegs. Nun, nicht die kleinen Axolotl waren zu Fuß unterwegs, sondern eher ich oder ihre neuen Besitzer. Alle haben den Transport gut überstanden und haben nun ein neues Zuhause, in das sie bereits eingezogen sind. Zu den meisten Besitzern habe ich noch Kontakt, sodass ich weiß, wie es den Kleinen so geht. Ganz ursprünglich hatte ich gedacht, dass ich nur Evoli behalte. Dann entschloss ich mich, auch 2 Wildlinge zu behalten. Zum einen Pika, weil er immer so niedlich geschaut hat, er sah immer so verwundert aus, und dann noch Azareus. Azareus war etwas Besonderes, weil seine Kiemen so lang waren, dass er beim Laufen immer darauf getreten ist. Diese 3 zogen dann in das große Aquarium mit ein. Dann hatte ich allerdings die Sorge, dass das Aquarium zu klein für alle sein könnte, so dass ich mich entschloss, auch Azareus noch mit wegzugeben. Ich habe mich von allen verabschiedet und bin nun froh, dass die Zucht, also die Aufzucht selbst, gut gelungen ist. Dennoch wird es weitere Filme aus der Axolotl Kindergartenreihe geben. Ich habe noch genügend Material für euch. Ich hoffe, dass ihr fleißig den Kanal weiterschaut und falls ihr es noch nicht getan habt, vielleicht auch den Kanal abonniert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!